Previously on The Walking Dead. I'm freezing. Wait till we get up to Wellington, then talk to me about cold. I'm gonna go look for more wood. Where's the rest of your group? I'm by myself. Bullshit! Krista, run! I'm out. Grab her. Let's go. Would someone mind telling me what the fuck is going on here? She was bit by a dog. For all we know, she could be working with Carver. So, since you're pretty much on your own, what's your plan? I don't know. I'm kind of on my own now. Well, you're welcome to stay here if you want. Jesus, Mary, and Joseph. Think about it. You're Carver, what do? Who's Carver? You were in the woods with Krista. Please. Ah! I'm fine. I'm fine. Just lost my footing. Damn it. God damn it. Come this way! Damn it, you get your asses over here, both of you! Und damit guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Get Started Walking Dead Season 2, meine Damen und Herren. Hurra! Nächste Episode kann nur besser werden. Befürchte ich. Dun, dun, dun. Und wir hoffen, dass wir nicht direkt wieder mit ganz vielen Toten starten. Ich wollte mit ganz vielen Toten sterben, macht nicht so viel Sinn, aber... Hi. Coole Karre, Alter. Well, they shouldn't be able to get through that. On the downside, we can't get through them. What are you looking at? Staring ain't polite. How are you feeling? Well, other than this bite, I'm just peachy. Schön, dass der Zoom so, also der Fokus so ganz leicht und ganz subtil auf die Säge da und so weiter. Are you sure? I got nothing to lose. Other than my Piggly Wigglies, of course. Piggly Wiggly, also. Mhm. Soll ich das nicht lieber machen? Ich meine, es ist nicht, da wäre nicht das erste Mal. Passt schon, ich kenn's mir. Ich kenn's ja mittlerweile nicht mehr anders, meine Damen und Herren. Bleed out like a stuck pig. What are you gonna do? Carry me out of here on your back? Hell. Just give me a minute. Die Situation erinnert mich jetzt irgendwie sehr stark an The Last of Us. So ein bisschen irgendwie kleines Mädchen, älterer Mann, der sieht dem Typ sogar nicht mal mehr so unähnlich. Achso, rausgehen kann ich wahrscheinlich... Habe ich irgendwas bei, was hilft? Nein, das wäre jetzt Zufall. Der ist ja Quatsch. Was ist da überhaupt noch drin? Eine Flasche Wasser und ein paar Fotos. Und natürlich eine Uhr, ja klar, was sonst? Ich meine, gut, damit kann man zumindest versuchen, was abzubinden. Nee, kann man nicht, ist ja Quatsch. Nein, alles Quatsch. Wir müssen offensichtlich irgendwas anderes finden, okay. Irgendwas in diesem Auto, das dabei hilft, so ein Bein abzuschneiden, ja. Ich meine, ich habe eine Menge Gewalt dabei. Aber guck mal, da hängt ein Schlüssel. Da ist ein Schlüssel, wir können doch einfach fahren. Warum fahren wir nicht einfach? Oder sehe ich das falsch? Hi, was ist das denn?
Ach, die Blackbox, oder what? Hi. Können wir funken? Ich möchte funken. SOS und so ein Scheiß. The keys are still in it. Well, worth a shot. Ja, klar. Müssen wir ja irgendwie. Muss ich jetzt fahren? Darf ich fahren? Ich möchte fahren. Ob das jetzt so eine gute Idee war? Also bringt mir das jetzt hier alles nix? Das heißt, es bringt mir alles nix. Ja, aber das Funkgerät. Aber, also kann ich jetzt hier vorne im Cockpit kann ich jetzt nichts machen, ja? Oder übersehe ich jetzt nur wieder irgendwas? Ach, aha. Aha. Das heißt jetzt was? Keine Ahnung. War mir jetzt zu schnell. Aber, also ich gehe davon, ich kann hier nichts machen, okay. Dann gehen wir mal, was geht denn auch so? Die Säge, ach hier ist noch ein Karton. Haha, guck dir das an. Was wir nicht alles finden. Da ist jetzt bestimmt das eine wichtige Ding drin. Anything we can use? Kippen. Hör mal, in Fallout sind die relativ viel Geld wert. Probably tastes like pine tar by now, but I'd smoke a dead coon's tail if you had one. You got a light? Zufällig schon. Und das als Nichtraucher. Ist mir einmal passiert. Da hatte ich einmal, obwohl ich auf der Straße, also man wird ja ab und zu mal auf der Straße angesprochen, ob man nicht Feuer hat. Einmal hatte ich Feuer und da habe ich der Person sogar direkt mein Feuerzeug geschenkt, weil ich das Feuerzeug kurz vorher in einem Taxi gefunden habe. Und der Taxifahrer sagte, ich soll es bitte mitnehmen. Interessante Geschichte, brah. Now what? We wait. Toller Plan. Hervorragender Plan. Wäre ich von alleine nicht drauf gekommen, so gut wie der ist, meine Damen und Herren, aber. Wir sitzen jetzt echt nur hier rum und warten. Toll. Und jetzt? Jetzt sind die Walker schlafen gegangen, oder what? Hi. Tu was, Kind. Wir müssen wichtige Sachen tun und die Welt retten und so ein Scheiß. Oh nein, turnt der jetzt vor meinen Augen? Ja, wobei, jetzt kennen wir ja mittlerweile auch nicht mehr anders. Ich soll ihm jetzt nicht einfach das Bein absägen, während er schläft, oder? Ich meine, eine andere Wahl haben wir ja eigentlich nicht, wenn wir wollen, dass der gerettet wird. Also, das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, zumindest noch irgendwas für ihn zu tun. Die Adern sehen schlecht aus. Anstupsen, Pete, lebst du noch, sei nicht tot, bitte. Don't be dead. Please. Ach komm, du bist so weit alleine gekommen, aber gut. Warum hat sie die Säge jetzt wieder weggelegt, die ich gerade aufgehoben habe? Du zerstörst meine Arbeit, Kind. Toller Spruch. Hätte von mir sein können, Alter. Stuck in this can the whole damn day. You wanna hear something funny? Klar, immer. Dafür bin ich hier. And I don't want to die. Schenkelklopfer, Alter. I never thought I'd be the kind of idiot to say something like that. But there it is. I'm scared, Clementine. Jesus, I'm scared. You're going to be okay. Oh, at least spare me the bedside bullshit. Sorry. Wir hätten es ja zumindest versuchen können, aber das wolltest du ja von Anfang an nicht. Would you promise me you'll watch out for Nick? I love that stupid kid. No matter what you think, he is a good boy. I can't make any promises. Das heißt aber andersrum, dass wir es zumindest versuchen werden. Been almost a day. They ain't gonna find us. Where are you going? I'm not getting out of this. You're gonna have to make a break for it. Hurra! Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als durch einen Haufen von Walkern zu walken. Ja, ich weiß nicht. Also das Ding ist, ich würde ja eigentlich sagen, der kommt mit, aber auf der anderen Seite, ich meine, ich denke ehrlich gesagt in der Situation, in der wir gerade stecken, dass das überhaupt keinen großen Einfluss auf irgendwas hat, weil, also wenn dann nur, dass er uns selbst mit verlangsamt, aber ich kann ihn doch jetzt nicht einfach sitzen lassen. Wir nehmen den mit. You're coming with me. To do what? Die a couple hours later than now? To say goodbye to Nick. All right. I'll try.
Well, like my daddy used to say, we're burning daylight. Let's ja, dann, get this over with. Genau, dann mal los. Das Argument, das sie jetzt gebracht hat, mit von wegen von Nick verabschieden, ist natürlich eigentlich ein ganz gutes. Da bin ich nicht mal mehr selbst drauf gekommen, meine Damen und Herren. Also, da bin ich für. Kann ja nur schief gehen. Überraschenderweise. Hi. Cooler Kiefer. Ja, super, du bist ja weit gekommen, Alter. This ain't gonna work. Go on now. Find my nephew. Ja. Get back to the... I said go! God damn it, go! Na, ob das jetzt... Das Ding ist... Ja gut, er hat jetzt im Grunde um uns Zeit und Platz verschafft, von daher sind wir mal besser dankbar, aber... Das ist jetzt schon wieder so ein Punkt in dem Spiel, wo ich mich frage, was diese Entscheidungen überhaupt sollen. Aber ist okay, wir lassen das mal besser so stehen, meine Damen und Herren. Ja, jedenfalls, warum stellt man mich dann vor diese Illusion der Entscheidung, wenn man, egal was ich mache, der wäre sowieso gestorben. Entweder ich lasse den Truck zurück oder ich stirb 20 Sekunden danach. Also, wahrscheinlich wäre er sogar mit rausgekommen, wenn ich gesagt hätte, du bleibst hier. Also, keine Ahnung, ist auch egal. Hi. Oh, die schon wieder. Oh, die fehlt mir auch noch, ey, ehrlich. Halt die verfickte Fresse. Die unterstellt mir jetzt bestimmt, ich hätte beide umgebracht. Die unterstellt mir jetzt, ich hätte beide umgebracht. Ich weiß es. Ich wusste es. What happened? It's been hours. Where are they? Clem! Pete got bit. What? What happened? Walkers. Streuner. My God. Where were Nennen die ganze Zeit schon Streuner in der Übersetzung? Heilige Scheiße. We gotta go. Just hold on a minute. My husband is still out there! Get the guns! Luke and Alvin went out looking for you. I told them not to go. Ja, ist klar. Damn it, Luke. Ich bin an allem schuld. Ist okay, passt schon. Haha, fick dich. Clementine, can you please watch Sarah? Klar. She's upstairs. Just distract her. And don't tell her anything. Just go. Hurry. You'll be safe inside. Just don't open the doors for anything. Ja, Gott nochmal, geh mir auf den Sack. Ich kann ja wohl auf mich selbst aufpassen. Meine Fresse, ey. Randy Tudor weiß das auch. Der ist nämlich der Chefprogrammierer. So. Und Erich Ose. Höchst per fucking söhnlich. Sarah also, ja? Say cheese! Oh, Polaroid-Kameras. Jetzt geht's los. I found this under the house. There was all kinds of old stuff. Unterm Haus. Unterm Haus ist eine verfickte Kamera. It's so cool. Beziehungsweise unterm Haus nennt sich wahrscheinlich Keller, du Vollhorst. Come on, take one of me. Please? Sure. Get me in a good pose, okay? Klar. Sollen wir ein Selfie machen? Ich möchte gerne ein Selfie machen. Okay, I'm ready. Ja, sehr hübsch. Ich bin total beeindruckt von deiner hübschen Pose, Alter. What's wrong? Where's my dad? Soll ich ihr, ich weiß jetzt gerade wirklich, soll ich ihr die Wahrheit sagen? Ich meine, normalerweise, also ich persönlich würde ihr sowas von die Wahrheit sagen, egal was der Vater ihr, ach scheiß drauf, wir sagen ihr die Wahrheit. Kann ich ihr die Wahrheit sagen? Du solltest wissen, was los ist. Ja. Mir ist scheißegal, wenn der Typ mich dafür hasst. Die Frau hat's verdient. He is in trouble. Oh my gosh. What happened? Clem? It'll be fine. They're smart people. Na, da haben wir zumindest im Grunde genommen die Wahrheit gesagt, dass was los ist, aber sie trotzdem versucht zu beruhigen. Das ist vielleicht ein ganz ordentlicher Kompromiss. Ja, so ist doch alles okay. Hoffe ich. Ja, wobei. Wahrscheinlich hyperventiliert die jetzt, das Haus bricht in sich zusammen, geht in Flammen auf und Satan höchstpersönlich erscheint aus diesem Spielbrett da oben. Das wird passieren. Ich weiß es. Ich meine, wir sind... The Gurgles, sagst du. Wir sind hier in The Walking Dead. Mit T am Ende. Verstehst du? Mit dem härtesten T auf dieser Erde. Also quasi T aus dem Schwarzen Meer, verstehst du? You wanna see what I found? Ja, was denn? Eine Knarre. Toll. Will you show me how to use eine Geisteskranke mit einer Knarre in der Hand. Das ist genau das, was ich haben wollte. If something's wrong, I should know. What if I have to use one? It's too dangerous. Everything is dangerous. I need to know sometime. You should let your dad teach you. Toll. What should I shoot? Don't do that. Sorry. Kein Problem, ich lass mich gerne Knarren an. Was eine komische Person. Hey, Luke's back. Aber ich glaube, wenn sie so verhätschelt wird irgendwie von ihrem Vater, dann ist das auch nicht weiter verwunderlich. Also, da war ein Schatten. Okay.
Gone fishing, immer noch. Ja gut, was mit dem Schatten und so weiter und der Knarre auf sich hat, meine Damen und Herren. Ha, finden wir im nächsten Video raus. Bis dahin. Vielen lieben Dank, dass du da warst und hochoffiziell winkenderweise. Clem, wink, guck nicht so traurig, wir müssen uns freuen. Bis zum nächsten Video, ja, meine Damen und Herren. Tschüss.